Das betriebliche Eingliederungsmanagement, auch kurz BEM genannt, ist unser heutiges Thema. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Klages, ich bin Partner der Kanzlei KGK aus Köln-Rodenkirchen und zugleich Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich habe es eingangs gesagt, das betriebliche Eingliederungsmanagement, auch kurz BEM genannt, ist unser heutiges Thema. Wann kommt das BEM überhaupt zum Tragen? In welchen Fällen? Und wozu dient es eigentlich? Das BEM kommt dann zum Tragen, wenn der Arbeitnehmer innerhalb von 12 Monaten länger als 6 Wochen arbeitsunfähig erkrankt ist. Und soll dann dazu dienen, dass Wege gefunden werden, den künftige Arbeitsunfähigkeitszeiten des Arbeitnehmers zu vermeiden, beziehungsweise Möglichkeiten zu finden, wie man zum Beispiel durch Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder Veränderung der Arbeitszeiten oder der Position oder des Teams oder irgendwie dergleichen das Leiden verringern kann und es dadurch eben zu weniger Arbeitsunfähigkeitszeiten kommt. Wie wird so ein BEM durchgeführt und welche Leute sind zu beteiligen? Zunächst muss man sagen, dass das BEM Aufgabe des Arbeitgebers ist. Der Arbeitgeber muss also die Initiative für die Durchführung des BEM ergreifen. Das ist nicht Aufgabe des Arbeitnehmers. Bei diesem BEM müssen Arbeitnehmervertretungen wie zum Beispiel Personalrat oder Betriebsrat ebenso beteiligt werden wie der Arbeitgeber auf der einen Seite und der Arbeitnehmer auf der anderen Seite. Sind Schwerbehinderte beteiligt, muss auch die Schwerbehindertenvertretung bei dem BEM hinzugezogen werden. Häufige Frage, die auftaucht, ist: Muss der Arbeitnehmer eigentlich das BEM durchführen? Da gibt es eine klare Antwort: Nein, muss er nicht. Es gibt keine Verpflichtung, das BEM durchzunehmen und das Angebot des Arbeitnehmers auf Durchführung des BEM anzunehmen. Vielmehr ist es aber so, dass die Ablehnung des BEM auch bei einer möglichen späteren betriebsbedingten oder auch krankheitsbedingten Kündigung gerade dann so ausgelegt werden kann, dass der Arbeitnehmer sich der Hilfestellung des Arbeitgebers und der Suche nach Möglichkeiten, die Arbeitsunfähigkeit zu verringern, verweigert hat und das dann nachteilig für ihn im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens oder überhaupt bei der Überlegung, eine krankheitsbedingte Kündigung auszusprechen, eine Rolle spielen kann. Deshalb empfehlen wir immer, durchaus das Angebot des BEM wahrzunehmen, zumindest mal ein erstes Gespräch zu führen, wie der Arbeitgeber sich das BEM vorstellt, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Denn tatsächlich Sinn und Zweck dieses BEM ist es ja, dem Arbeitnehmer Hilfestellung zu leisten. Wenn man merkt, dass, was auch nicht gerade selten ist, der Arbeitgeber das BEM nur sozusagen zum Schein führt, um herauszufinden, ob der Arbeitnehmer überhaupt zurückkehrt, was für eine Krankheit er hat oder irgendwas dergleichen, dann kann man es immer noch abbrechen und dann setzt man sich nicht dem Nachteil aus, sich eines BEMs grundsätzlich verweigert zu haben. Wie ein BEM im Einzelfalle durchzuführen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. In größeren Konzernen wird ein BEM sicherlich anders durchgeführt, als es vielleicht in einem kleineren Unternehmen ist. Aber der Arbeitgeber muss Grundsätze entwickeln, nach denen das BEM durchgeführt wird. Er kann also nicht das ne, bei dem einen so, bei dem anderen so machen. Ne, er muss Leitlinien oder Grundsätze entwickeln, wie bei jedem Arbeitnehmer ein solches BEM durchgeführt werden kann. Abschließend lässt sich feststellen, dass wir in unserer täglichen Beratungspraxis immer wieder auf große Skepsis der Arbeitnehmerseite stoßen. Das ist auch nachvollziehbar, weil häufig das BEM tatsächlich gar nicht ernsthaft von Seiten der Arbeitgeber durchgeführt wird und tatsächlich, wie ich es eben gesagt habe, einfach nur geschaut werden soll, kommt denn der Arbeitnehmer zurück, was hat er überhaupt, wann ist wieder mit ihm zu rechnen und dergleichen. Wir empfehlen aber trotzdem immer,
Hört es euch an, schaut mal, was der Arbeitgeber tatsächlich vorhat, denn eigentlich dient es ja euch dazu, euch zu helfen. Und wenn man merkt, es wird eigentlich nur missbraucht und gar nicht ernsthaft durchgeführt, dann kann man es immer noch abbrechen. Habt ihr Fragen dazu? Nutzt bitte unser Kontaktformular, wir haben es hier unten für euch verlinkt. Wir beantworten gerne eure Fragen über das Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Ciao.